Und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein Power Smoothie. Total lecker, super schnell gemacht und bringt so richtig Power in den Tag mit lauter guten Sachen drinne. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für euren Power Smoothie braucht ihr folgende Zutaten und zwar zuallererst eine reife Banane. Je reifer, desto süßer, am besten auch bio, denn dann schmeckt es nicht so gierig. Und die schneidet ihr in kleine Stücke, gibt das Ganze in einen Gefrierbeutel und lässt es am besten über Nacht durchfrieren. Dann braucht ihr ein Glas Milch eurer Wahl. Ich verwende heute Cashewmilch. Dann ein bisschen Haferflocken. Für viel Power in den Morgen ein bisschen Koffein und zwar ein Espresso, der ist jetzt hier kalt bei mir. Für die Süße gebe ich eine mit Joule-Dattel dazu, denn die ist besonders weich. Da könnt ihr gerne auch was anderes verwenden oder es auch weglassen. Für Eiweiß gebe ich ein bisschen Mandelmus dazu und dafür habe ich bereits ein Video, das verlinke ich euch mal hier oben. Dann kommen noch ein bisschen Gewürze rein für den Geschmack und zwar habe ich hier Tonkabohne. Tonkabohne schmeckt ein bisschen nach Vanille und ein bisschen nach Marzipan, super lecker. Ein bisschen Zimt, dann habe ich rohen Kakaopulver, ist antioxidativ und hat auch nochmal Eiweiß. Also richtig gut für unseren Power Smoothie und schmeckt natürlich lecker. Dann noch ein paar Leinsamen und die helfen eurer Verdauung. Und dann füge ich noch ein bisschen Maca-Pulver hinzu und das steigert nochmal die Leistungsfähigkeit. Ist kein Muss, aber ihr könnt es dazugeben, falls ihr das zu Hause habt. Und so schnell und einfach habt ihr ein Power-Frühstücks-Smoothie gezaubert. Total lecker, super einfach, wie ihr gesehen habt. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Genau jetzt, wenn es wieder warm wird, finde ich so ein Frühstück super zum Trinken. Es geht schnell, wenn man vielleicht keine Lust hat, mal richtig zu frühstücken oder auch keine Zeit. Und was Kühles, das ist perfekt für den Sommer, finde ich. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und jede Menge gute Sachen drin, wie ihr gesehen habt. So, ich gehe jetzt hier Smoothie schlürfen. Ich freue mich natürlich, wenn euch das Rezept gefallen hat. Freue mich auf einen Daumen hoch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mich besucht auf meinem Blog fraujanik.com. Dort schreibe ich euch dann nochmal die genauen Mengenangaben immer genau auf. Und ich freue mich immer über Feedback von euch. So, viel Spaß beim Ausprobieren. Schlürft euch durch den Sommer mit einem Power Smoothie. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.